Willkommen, Freunde. Heute stelle ich euch meine besten Mods vor. Der allererste Mod, den ich euch vorstellen will, ist der Livestreamer-Mod. Bei diesem Mod wird in eure Nachbarschaft Geschichte und Drama hinzugefügt. Dazu müsst ihr einfach nur auf eurem Sim gehen und dort Livestreamer aktivieren. Und schon fängt es an, dass eure Townies in Geschichten verwickelt werden. Zum Beispiel wird mir hier gerade angezeigt, dass die Situation verliebtes Paar stattfindet. Und wie ihr sehen könnt, findet es tatsächlich auch statt. Neben diesem verliebten Paar gibt es noch 11 weitere Situationen, die zwischen den Townies passieren können. Zum Beispiel könnt ihr beobachten, wie ein Townie den anderen Townie betrügt und wie er dann von seinem Partner zur Rede gestellt wird. Also es ist total lustig und bringt einfach viel mehr Abwechslung und so ein Zufälligkeitselement in euer Spiel mit hinein. Neben diesen Situationen kommt bei dem Mod auch noch ein Beliebtheitssystem. Und je nachdem, was ihr macht, könnt ihr Beliebtheitspunkte sammeln. Zum Beispiel könnt ihr Beliebtheitspunkte sammeln, wenn ihr über andere lästert oder auch an Veranstaltungen teilnimmt, wie zum Beispiel die LGBTQ-Community zu unterstützen. Was auch richtig cool an dem Mod ist, dass ihr euren Sims Schönheitsoperationen verpassen könnt, die auch tatsächlich Geld kosten. Also hier in diesem Fall bekommt Bella von uns eine Nasen-OP für 10.000 Simoleons. Nachdem sie diese Nasen-OP hatte, wird erstmal angezeigt, dass sie in der Operation ist und dann erscheint auch unten so ein kleines Bild, was total lustig ist. Und wenn sie dann aus der OP hinauskommt, hat sie auch als erstmal nicht mehr ihre neue Nase, sondern der Heilungsprozess braucht auch einen Tag und sie sieht erstmal, wie man sieht, ziemlich schlecht aus und demoliert. Was das Ganze eben total lustig macht, denn im realen Leben würde man ja auch nicht einfach in den Cast gehen können und die Nase von seinem Sim ändern, ohne dass es irgendwelche Konsequenzen hat. Der nächste Mod ist der Meaningful Stories Mod. Durch diesen Mod werden die Emotionen von eurem Sim realistischer. Ich denke, ihr kennt das sicherlich alle, dass ihr Sims gespielt habt und euer Sim hat zum Beispiel ein Baby bekommen, aber die Dekoration im Raum ist schlecht und auf einmal überwiegt die schlechte Dekoration über die Freude des Babys. Was natürlich total unrealistisch ist und total wenig einfach mit dem realen Leben zu tun hat. Durch diesen Mod wird das Ganze realistischer. Wir sind jetzt hier schon wieder bei der Familie Goff und Mortimer ist gerade verstorben. Und wie ihr sehen könnt, ist Bella außer sich und sie wird auch noch für 8 weitere Tage traurig sein. Daran kann auch nichts die Vorfreude aufs Winterfest ändern. Denn wie ihr sehen könnt, ist diese Vorfreude bereits in 45 Sims-Minuten weg. Der Trauer über Mortimer, ihren geliebten Ehepartner, überwiegt. Was auch im realen Leben eben so wäre. Denn da würde man auch nicht einfach durch die Vorfreude aufs Winterfest vergessen, dass sein Ehemann gerade gestorben ist. Und jetzt im Vergleich zum normalen Spiel ohne den Mod könnt ihr sehen, dass Bella zum Beispiel nur 2 Tage traurig wäre. Und auch Vorfreuden auf andere Dinge würden viel länger anhalten, was das Ganze eben total unrealistisch macht. Der dritte Mod ist der Sim National Bank Mod. Hierbei wird in eurem Spiel ein realistisches Banksystem, so wie wir es auch im realen Leben kennen, hinzugefügt. Das heißt, euer Sim kann ein Bankkonto eröffnen, kann dort Geld drauf überweisen und auch wieder abheben und auch an andere Sims Geld so überweisen. Auch seine Rechnung kann er mit diesem Bankkonto zahlen. Und wenn ihr in euer Haus einzieht, müsst ihr auch erstmal Strom, Geld, Telefon und alles einrichten, so wie es auch im realen Leben ist. Ansonsten kann zum Beispiel euer Sim nicht an den PC gehen, er kann sein Handy nicht benutzen und kann auch dann natürlich nicht reisen. Also euch sind tatsächlich Sachen vorenthalten, wenn ihr das nicht macht. Das Ganze muss dann auch mit eurem Bankkonto bezahlt werden. Was auch richtig cool ist, dass es realistische staatliche Leistungen gibt. Zum Beispiel könnt ihr vom Staat Unterhalt für euer Kind anfordern, also Kindergeld in dem Sinne. Oder wenn ihr euch von eurem Sim geschieden habt, könnt ihr auch von diesem Kindesunterhalt verlangen. Das Ganze bringt einfach so viel Realismus in euer Spiel hinein. Neben diesem Banksystem gibt es auch eine reale Bank, die ihr platzieren könnt. Die Sim National Bank. Und in dieser Bank könnt ihr auch hingehen und dort euer Konto eröffnen. Da arbeiten tatsächlich dann noch Bankmitarbeiter, die euch zu allen Fragen der Sim National Bank beraten können. Das Ganze finde ich richtig cool für Sims, die eventuell schon Senioren sind, wo es nicht mehr ganz so realistisch ist, dass sie mit dem Handy eventuell ihr Bankkonto einrichten können. Die können dann zur Sim National Bank gehen und dort ihr Konto einfach einrichten. Das Ganze bringt einfach so viel Realismus in euer Spiel hinein und gibt irgendwie auch nochmal mehr Challenges und macht alles irgendwie nochmal ein bisschen schwerer. Der vierte Mod ist der Wonderful Whims Mod. Bei diesem Mod können eure Sims Vorlieben entwickeln, was sie an anderen Sims mögen und was sie nicht mögen. Und eure Sims bekommen auch selbst Eigenschaften vom Spiel, die könnt ihr ganz zufällig auswählen. Sie ist jetzt zum Beispiel hyperphil, das heißt, sie kann nur schwer Kinder bekommen. Um herauszufinden, ob euer Sim einen anderen Sim in der Umgebung attraktiv findet, klickt ihr einfach auf Umgebung erkunden
Und dann wird euch angezeigt in ein paar Sekunden, ob euer Sim jemand attraktiv findet. In unserem Fall findet sie hier niemand attraktiv für ihren Geschmack. Und nicht nur euer Sim bekommt Vorlieben, was er an anderen Sims mag und attraktiv findet, sondern auch die ganzen anderen Sims im Spiel. Zum Beispiel könnt ihr die Sims auch fragen, was sie an anderen gut finden. Hier hat der Sim, den wir gefragt haben, leider nicht ganz so positiv darauf reagiert, auf unsere Frage. Aber das bringt auch ein bisschen Realismus ins Spiel, denn im realen Leben könnte man auch nicht einfach eine fremde Person fragen, was sie denn jetzt an anderen so gut findet. Neben diesem Attraktivitätssystem bekommt euer Sim auch einen eigenen Persönlichkeitstyp. Sie ist jetzt zum Beispiel vom Persönlichkeitstyp Künstlerin und Weise. Das heißt, sie hat immer die Angst, dass sie nicht besonders genug ist für die anderen Sims. Und das ist einfach total cool, weil ihr so einfach eine Geschichte um eure Sims herumbauen könnt und euch vorstellen könnt, wie euer Sim in bestimmten Situationen handeln würde. Der nächste Mod ist der Life Tragedies Mod. Bei diesem Mod werden allerlei von Lebenstragödien in euer Spiel hinzugefügt. Das sind meistens Extremsituationen. Zum Beispiel könnt ihr euren Sim zum Mobber machen. Um euren Sim zum Mobber zu machen, müsst ihr einfach auf den Sim, den ihr mobben klickt, draufklicken, dann auf Life Tragedies und dann auf Mobben. Und dann könnt ihr auswählen, welche Aktion ihr ausführen wollt. Aber neben dem Mobben gibt es noch viel extremere Situationen, die passieren können. Zum Beispiel kann bei euch selbst oder auch bei Townies eingebrochen werden. Wir sind mal wieder bei der Familie Goff. Und in diesem Video tut einem die Familie Goff schon etwas leid an diesem Punkt. Bei der Familie Goff wird gerade eingebrochen. Wie ihr sehen könnt, die Person ist bewaffnet, es geht ab. Bei diesem Einbruch kann auch immer die Polizei kommen und das bringt eben total viel Action in euer Spiel hinein. Aber es gibt auch totale Extremsituationen, die passieren können, falls ihr den Mod aktiviert habt. Zum Beispiel kann euer Sim, wie ihr hier seht, entführt werden. Das Ganze passiert auch extrem dramatisch. Am Ende gibt es nämlich auch noch eine Lösegelderpressung von den Entführern und ihr müsst zu einem Treffpunkt kommen, wo ihr das Geld den Entführern gibt. Hier in diesem Fall ging das Ganze nicht ganz so glimpflich für meinen Sim aus. Auch hier kann wieder die Polizei kommen und es kann total viel passieren. Der Mod bringt auf jeden Fall mehr Action und Abwechslung in euer Spiel hinein, weil ihr eben nochmal ein Zufälligkeitselement habt, auf das ihr keinen Einfluss habt. Und so können eben Geschichten passieren, mit denen ihr gar nicht rechnet. Zum Beispiel kann euer Kind entführt werden, der Vater eurer Familie kann an einer schweren Krankheit erkranken und sterben. Das war's mit den Mods. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Tschüss.